Recording is on. So, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Wünsche ich allen, die zuhören und zusehen. Heute die nächste Runde unserer Talkrunde. Wir haben heute uns wieder einige Themen ausgesucht. Hier ganz kurz einmal den Überblick. Wir werden die Hinrunde werden wir streifen. Das DFB-Pokalspiel Walldörfer SV gegen Bayern München. Dann werden wir einen Ausblick machen auf den Rückrundenstart. Hier ist der 19. Spieltag vorgezogen worden wegen der Champions League. Und zum Schluss werden wir noch kurz über die Neuverpflichtung von Sandra Starke, SC Freiburg nach VfL Wolfsburg, kurz anschneiden und besprechen. Ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Hinrunde. Und da haben wir jetzt den 12. Spieltag mit reingenommen, der Einfachheit halber, ne? Da sind ja alle Spiele gespielt. Ist zwar keine echte Hinrunde, aber soll uns erstmal nicht so tangieren. Habt ihr Besonderheiten festgestellt, irgendwelche tollen Spiele, wo ihr in Erinnerung habt, vielleicht Tabellenstände, die euch überrascht haben, Spielerinnen, die überzeugt haben, ist da etwas euch aufgefallen? Sag mal, du vielleicht mal. Für viele denke ich mal, das Überraschungsteam ist Bayer Leverkusen, denke ich. Obwohl, so überraschend fand ich es doch nicht, weil Bayer Leverkusen doch auch ihre Kräfte überwiegend hat halten können. Außer Merle Barth, die zu Turbine Potsdam gegangen ist. Aber die führenden Kräfte sind halt eben da geblieben. Und Respekt auch an den Trainer, die viele Neuverpflichtungen im Sommer getätigt haben. Entsprechend der Kader auch groß besetzt ist. Position doppelt besetzt sind. Das ist für einen Trainer sicherlich nicht immer einfach, weil er durchaus auch mit Spielerinnen immer wieder, sag ich mal, kommunizieren muss, die natürlich unzufrieden sind, wenn sie nicht zu ihren Einsätzen kommen. Und aber das hat wirklich der Trainer ganz toll gemacht und der 5. Platz durchaus verdient. Also die Spiele, die man von Leverkusen hat auch sehen können, war ja höchsten Respekt an die Mannschaft. Okay, Andrea, noch eins ganz kurz dazwischen. Die Übach ist auch weggegangen von Leverkusen. Wer ist abgegangen? Übach. Ja, genau. Und die ist weggegangen, auch nach Turbine Potsdam mit Merle Barth zusammen. Hat sie aber dann eben verletzt und ist bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Ja. Gut. Bei dir, Andreas, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat mich überrascht? Ja, ich möchte zunächst mal von der unteren Tabellenhälfte sagen, Meppen hat mich überrascht. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, die sind gerade so reingerutscht noch, waren ja noch nicht mal Erster oder Zweiter in der zweiten Liga. Die gehen auf jeden Fall chancenlos wieder runter. Und so wie es aussieht, haben die eine Chance. Am Ende kann man nicht sagen, ob es reicht oder nicht, aber zumindest, dass sie überhaupt mitspielen und nicht chancenlos da ganz hinten stehen, war ich sehr angenehm überrascht davon. Ja. Und natürlich an der Spitze, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war das tolle Topspiel Bayern gegen Wolfsburg. Auch da hätte ich nie damit gerechnet und bin ich natürlich sehr angenehm überrascht, dass es gelungen ist, gegen Wolfsburg so klar zu gewinnen, dass die Bayern so eine perfekte Vorrunde gespielt haben. Ja, aller Ehren wert. Und ja, insgesamt, glaube ich, war es vom Niveau her auch eine gute Halbserie. Auch Frankfurt sehr gut gestartet, hatte dann ein bisschen Einbruch. Potsdam, denke ich, hat positiv überrascht. Ja. Okay. Kann sich auf das freuen, was kommt. Ja, denke ich auch. Also von meiner Seite auch dass Meppen so gut durchgestartet ist, hat sich gut positioniert. Es gibt keinen klaren Favoriten für den Abstieg im Augenblick, wenn man das so sagen darf. Also es ist alles noch möglich. Bisschen enttäuscht bin ich vom SC Sand, die ja nun in der Vorbereitung fast alles gewonnen haben und dann plötzlich nach der Sommerpause irgendwo eingeknickt sind. Haben sicherlich gegen Frankfurt überraschend gewonnen,
Das war eigentlich ein Bonusspiel, aber sie konnten dieses Bonusspiel eben nicht positiv weiterverwerten. In der Spitze muss ich auch sagen, Bayern München, Respekt, absoluten Respekt. Der Trainer Scheurer hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Und was die immer rausstellen, diese Teamspirit, der Zusammenhalt, das muss wohl ein großer Pluspunkt sein. Vielleicht gelingt ja eine Wachablösung, also eine Wachablösung für erstmal eine Serie. Ne? Also das ist für mich so das, was ich für mich erkennen konnte. Potsdam, okay, auch wieder mit dem neuen Trainer, haben doch eine gute Hinrunde gespielt, ja. Hat mich auch überrascht. Gut. Dann DFB-Pokalspiel. Da hatten wir am Wochenende die Begegnung Walldörfer SV gegen Bayern München. Und da hatte ich die letzte Mal gefragt, welche Chance hat Bayern München. Da haben wir noch ein bisschen gewitzelt. Und du hast uns gesagt, du hättest das Spiel komplett gesehen und vielleicht kannst du unseren Zuschauern und uns mal ein bisschen mehr berichten, Andreas. Ja, gerne. Also es war der erhofft, erwartet klare Sieg. Also 13-0 muss man auch erstmal gewinnen. So viele Tore musst du auch gegen den Drittligisten erstmal schießen. Und ja, ich fand auch toll, dass es kein Hauruck-Fußball war, dass man nicht davon gelebt hat, jetzt nur Standardsituationen, Freistoß oder ein Elfmeter-Tor zu machen, sondern es waren wirklich herausgespielte Tore, es waren schöne Kombinationen. Natürlich ist Bayern nicht voll gefördert worden. Das war aber auch nicht zu erwarten. Und auch hier Respekt vor den Walddorfer Spielerinnen, die 15, 20 Minuten gut dagegen gehalten haben, haben vor allem in der Abwehr in der Mitte dicht gemacht. Das war also schwierig, in der Mitte sich durchzukombinieren. Und ja, natürlich Entlastungsangriffe oder so gab es kaum für die Hamburgerinnen. Aber es war nicht damit zu rechnen, dass es einen offenen Schlagabtausch gibt. Von daher, die haben sich gut verkauft, die haben sehr gut verteidigt und nach ihren Möglichkeiten auch ein gutes Spiel gemacht. Die Torhüterin hat sehr gut gehalten. Das war kein Tor, wo aus einem eklatanten Torwartfehler passiert ist. Und aus Bayerns Sicht muss ich sagen, einfach schön, wie kombiniert wurde, wie die Tore rausgespielt wurden. Und fürs Selbstvertrauen, vor allem von der Lea Schüller, natürlich super, dass sie 5 Tore gemacht hat. Sie hatte in der Vorrunde, war so mein Eindruck, noch ein bisschen gefremdelt mit dem System auch von Scheuer. Nicht so eingeschlagen, wie man sich vielleicht erhofft hat. Da hat meiner Ansicht nach auch erstaunlicherweise Clara Bühl besser eingeschlagen. Und da denke ich, die Tore am Samstag tun der Lea Schüler sicher gut. Ja, und für Bayern an sich einfach ein Spiel zum Warmwerden, zum Wiederreinkommen. Gelungener Auftritt und seriöser Auftritt. Also ich denke, man kann rundum zufrieden sein aus Bayerns Sicht. Okay, ja, da wären wir dann schon quasi in der Rückrunde und in den Vorbereitungsspielen. Bayern München haben wir ja nicht viel gelesen von Vorbereitung. Und dann war das, glaube ich, ein Kaltstart gegen Walldörfer SV. Kann das sein? Ja, aber wie gesagt, ein gelungener Kaltstart. Also man hat sich ja auch ein bisschen gepokert, gesagt, wir machen kein weiteres Vorbereitungsspiel, weil wir ja dieses echte Pflichtspiel zur Vorbereitung haben und ist soweit gut gegangen, ja. Okay. Gut. Das war so der Überblick von dir zu dem Spiel, ist richtig? Ja. Gut. Also, vielen herzlichen Dank. Irgendwelche Anmerkungen von dir da mal zu dem Spiel? Nein, es war das erwartete klare Spiel gewesen. Ich habe es auch zum Teil, ich habe es in live gesehen, aber hinterher in der Aufzeichnung nochmal. Also wirklich Respekt vor dem Walldörfer SV, wie sie dagegen gestremmt sind und aber auch zu keiner Zeit den Mut verloren haben. Und es ist einfach auch nochmal zu erwähnen, Bayern München ist aus dem Wettbewerb heraus. Der Walldörfer SV ist seit November nicht mehr im Wettbewerb drin. Heißt, die Regionalligen, die ruhen ja auch. Und dann mit einer gewissen Vorbereitungszeit von 2-3 Wochen zwischendurch das Testspiel gegen Werder Bremen, was die
7:0 für Werder Bremen ausgegangen war, als Vorbereitungsspiel. Aber da fehlte natürlich auch ein Stück weit die Spielautomatismen. Ja, aber trotzdem hohen Respekt. Und man hat auch gemerkt bei den Spielerinnen, dass es für sie etwas ganz Besonderes war. Ja, das hat man auch daher bei den Interviews, hat man das gehört, da war auch kein negatives Wort oder eine Traurigkeit. Ja. Da war Stolz, der berechtigt Stolz, dass man mal gegen Bayern München spielen konnte. Ja. Da war die Anerkennung, dass die Bayern eben halt viel besser waren. Und das, ja gut, das ist einfach Freude pur. Ja. Ist einfach Freude pur. Und das muss man einfach so anerkennen und das ist in Ordnung. Gut. Erwartung an Bayern München, Rückrunde, was kann man da jetzt zu sagen? Starten die weiter durch ohne Niederlage oder werden die sich irgendwann mal eine Überraschungspleite einfangen? Ja. Erstmal Bedanke vielleicht kurz nochmal. Was ist deine Meinung dazu? Ich sehe schon eine Gefahr für Bayern München, weil es bislang so wie am Schnürchen läuft. Was passiert, wenn es als selbstverständlich gesehen wird und dann doch vielleicht die Überraschung gegen irgendeinem Gegner kommt, meinetwegen mit einem Unentschieden. Das bleibt abzuwarten. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, zu dominant wirkt das Team. Auch was der Teamzusammenhalt angeht, also das ist wirklich auch ein Team, was sich auch als solches versteht. Aber wie gesagt, ich würde es noch nicht als Selbstläufer sehen. Ich denke mal, dass vom VfL Wolfsburg noch was kommt. Die Mannschaft wird sich garantiert nicht kampflos die deutsche Meisterschaft nehmen lassen. Nein, mit Sicherheit nicht. Andreas, du noch kurz was dazu? Ja, ich bin in der Regel immer etwas vorsichtig. Und ich wehre mich auch dagegen zu sagen, dass da ist eine Vorentscheidung oder sowas gefallen. 5 Punkte hört sich viel an. Im Grunde genommen sind es die 3 Punkte aus dem direkten Duell. Da werden die Wölfinnen mit Sicherheit sagen, Bayern kommt zu uns, die müssen wir schlagen. Dann sind es 2 Punkte. Das ist der eine Ausrutscher, den Wolfsburg sich gegen Freiburg geleistet hat. Das späte Gegentor in der Nachspielzeit, wo sie da gekriegt haben. Das heißt, wenn Bayern einen solchen Ausrutscher in Anführungszeichen, was ist ein Unentschieden gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld? Das kann durchaus mal passieren. Und dann ist Wolfsburg schon wieder auf Schlagdistanz. Ja, okay. Vorteil sicher für Bayern im Moment, dass der Druck eher auf Wolfsburg lastet. Die dürfen sich überhaupt keinen Ausrutscher leisten. Ja, ja, das ist natürlich ganz klar. Und hat man ja schon gesehen, jetzt gegen Essen in der Vorbereitung. Ja. 2-0 geführt, 2-2. Mhm. Essen richtig effektiv. Die haben also wirklich jede Chance genutzt und Wolfsburg hat da im Abschluss also einiges liegen lassen. Und wenn das in der Meisterschaft passiert, dann bist du natürlich sofort weg. Ne? Aber umgekehrt, wenn Bayern das Gleiche passiert, ist Wolfsburg wieder dran. Also die Entscheidung ist mir sicher noch nicht gefallen. Nee, wie gesagt, das ist im Grunde genommen ist der eine Ausrutscher und das direkte Duell. Also im Moment ist da, ja, gut, 60-40 vielleicht, aber viel weiter würde ich nicht gehen, was das angeht. Zumal die Wolfsburgerinnen in den letzten Jahren immer gezeigt haben, dass sie sich eigentlich keine Ausrutscher leisten. Und Bayern hat in den letzten Jahren gegen Sand 2-mal unentschieden gespielt, in Duisburg einen Punkt gelassen, gegen Leverkusen daheim verloren. Immer diese vermeintlich kleinen und da Punkte gelassen. Deswegen, das Ding ist noch lange nicht durch. Geh mal weiter. Wolfsburg, Bayern haben wir so ein bisschen ineinander verquicken lassen. Vielleicht die Vorbereitungsspiele hatte ich kurz mal angesprochen. Wolfsburg hatte 2-2 gegen Essen gespielt am Wochenende und davor haben sie gegen Frankfurt 2 Spiele gemacht. Einmal haben sie 3-2 gewonnen und das andere Spiel war 3-0. Also einmal ganz knapp, das war ganz am Anfang und dann eben halt eine klare Sache, wo sie gegen Frankfurt 3-0 gewonnen haben. Ja. Gut, nächste wäre dann nach dem Tabellenstand gesehen, wäre Hoffenheim, die ja nun einige Abgänge auch zu verzeichnen haben. Wie wirkt sich das aus auf die Mannschaft? 3. Tabellenplatz im Zweikampf mit Potsdam.
Also die Abgänge sind ja erst zum nächsten Sommer. Also die haben ja jetzt im Winter noch, spielen sie ja noch keine Rolle. Der einzigste Abgang ist die Torhüterin, die Difford, die nach Skandinavien geht. Ich sehe in den Vergleich, für mich gibt es zwei Mannschaften, die um den sogenannten dritten Platz spielen werden. Das ist für mich Hoffenheim und Potsdam. Und da sehe ich Hoffenheim einfach doch als die erfahrenere, eingespieltere Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass Hoffenheim sich die Blöße geben wird. Und ich sehe auch Hoffenheim auch in der Rückrunde als ein Gegner, der die Mannschaften von VfL Wolfsburg und Bayern München durchaus in den Spielen auch noch Konkurrenz anbieten können und so indirekt auch in der Meisterschaft mit eingreifen können. Okay, was sagst du dazu, Andreas? Was ist da deine Position? Ja, ich sehe Hoffenheim auch als den Kandidat für den Champions League Platz 3. Die hatten einfach einen schlechten Saisonstart und haben aber dann einen richtig guten Lauf eben bekommen. Und ja, ich denke auch, dass sie da klar favorisiert sind. Von Potsdam war ich eher ein bisschen angenehmer überrascht. Ich glaube, dass die in der Vorrunde eher über ihre Verhältnisse gelebt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt da wieder aufschließt Auch und. noch auf jeden Fall, ja. Und ja, gut, die sind weit weg, deswegen wird Hoffenheim sich den dritten Platz nicht nehmen lassen. Aber ich glaube, dass Frankfurt eher noch als Potsdam eine Chance hat, eher Vierter zu werden. Aber der vierte Platz ist dann der Erste, der nichts bringt in dieser Ja, Saison. genau. Ja, Potsdam, da hat man auch nicht viel gehört, ne? Mit Vorbereitung. Also ich habe hier nichts auf der Liste stehen. Nein. Wüsste ich nicht. Die Nein. vielleicht haben sich immer heimlich gespielt. Man weiß es nicht, ne? Und das Spiel gegen, wo sie auch gedacht haben, vielleicht können wir mal was machen gegen Bremen, ist dann ja ausgefallen. Ja, Potsdam, Hoffenheim haben wir, Leverkusen hatten wir auch schon kurz angeschnitten. Obwohl bei Leverkusen möchte ich noch mal kurz erwähnen, Ja. da ist natürlich der Abgang von Ivana Rudelic, wird Leverkusen noch wehtun. Ja. Die ja zum FC Bayern München jetzt in die Winterpause rübergeht. Das ist unglaublich viel Qualität im Sturm von Leverkusen, was da weggeht. Obwohl ich das für Leverkusen gar nicht mal so unclever finde, weil eigentlich das Traumduo für mich in Leverkusen im Sturm war, Rudelic und Nikolic. Rudelic ist jetzt weg und nun haben die Nachwuchstalente wie Wirtz oder auch Pinter die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Für Leverkusen ist alleine von der Punkteausbeute sind sie im Prinzip eigentlich schon theoretisch gesichert. Also da wird nichts mehr viel anbrennen. Und so kann man gerade diese beiden Kräfte halt eben auch unter Wettkampfbedingungen weiterentwickeln lassen. Nikolic hat ja auch schon den Vertrag verlängert. Also und da entsprechend für die nächste Saison entsprechend auch ein Sturmduo aufbauen. Naja, also wichtig ist natürlich das Sturmduo oder das Duo Nikolic, Rudelic, unglaublich, weil wenn einer gefehlt hat, dann wurde es gleich schwächer, waren Punktverluste fast da. Wenn dann beide ins Team reinkamen, hat man auf einmal gewonnen. Also es war schon sehr, sehr wichtig. Und die Rudelic wird natürlich dann fehlen, ne? Ja. Gut, aber gesichert sind sie mit 20 Punkten. Also da sehe ich also keinen. Wolltest du was dazu sagen, Andreas? Nee, ich denke, die Rückrunde ist für Leverkusen jetzt, das sind einfach Bonusspiele, da geht nach oben nichts mehr, aber nach unten Nein. passiert auch nichts. Die können tatsächlich befreit aufspielen. Im Gegensatz zu Gut. den letzten Jahren, wo sie ja immer bis zum Schluss bangen Gezittert mussten. haben, ne? Ja. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Das ist ja, sagen wir mal, eine Mannschaft, die sich schon sehr viel vorgenommen hat. Vielleicht nicht diese Saison, aber in Zukunft. Und na gut, 17 Punkte ist nicht unbedingt die optimale Ausbeute, richtig? So gegen Sand haben sie ja nun verloren wegen dem Mähdrescher. Was ist da eure Einschätzung? Dann, der Andreas, der könnte da mal anfangen, vielleicht bei Eintracht Frankfurt. Ja, man hat viele Erwartungen gehabt an Frankfurt und die haben wohl auch
von sich selber noch mehr erwartet. Aber ich meine, es wäre zu früh, wenn man dieses Jahr schon gesagt hätte, Frankfurt muss Platz 3 erreichen. Es war so ein bisschen der Hype mit der Fusion und jetzt starten wir neu durch. Aber die Mannschaft ist auch noch zu unerfahren oder zu jung, um da jetzt große Ansprüche stellen zu müssen. Sie haben sehr gut angefangen, hatten dann einen Einbruch. Ich denke, die werden sich erholen und wie schon mal gesagt, sie sind eigentlich mein Kandidat so für Platz 4. Und sie stellen in der Vorrunde eine der Spielerinnen, die mich am meisten beeindruckt hat, die Laura Freigang. Ja, da muss ich dir Und da, beipflichten, das ist ja. wirklich. Ja, da muss man auch mal sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Sie hat sich ja zunächst mal zu Frankfurt bekannt, hat ja gesagt, sie sieht ihre Zukunft oder ihre nahe Zukunft erstmal in Frankfurt. Also wäre natürlich toll, wenn sie auch eine gute Rückrunde spielt und tatsächlich noch mal ein Jahr dort bleibt. Wobei, wer weiß, was kommt. Ja, Wir haben einige überraschende Transfers erlebt, aber es wäre schön, wenn sie bleibt und den Frankfurtern hilft, nach vorne zu kommen. Ja, die Laura Freigang ist für mich auch eine riesen Überraschung. Also für mich eine ganz sympathische Spielerin. Ja, das auch. Absolut, absolut. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und eine gute Torjägerin mit der Nicole Biller, eine riesen Überraschung. Ne? Das haben sie gut gemacht, ne? Beide. Was sagst du dazu? Ich denke, für die Frankfurter ist es wichtig, für die Verantwortlichen bei den Spielerinnen, die ja doch noch überwiegend jung sind, den Druck herauszunehmen. Ich glaube, der ganze Hype hat doch zwischenzeitlich die Spielerinnen auch ein Stück weit gehemmt. Und da sehe ich ein Stück weit jetzt die Verantwortlichen auch ein Stück weit in den Pflicht, auch so ein bisschen, sage ich mal, Tempo vom Gas zu nehmen. Und einfach dieser jungen Mannschaft, die unheimlich viele Möglichkeiten hat, aber die im Prinzip, sage ich mal, wie ein Diamant, wie ein Diamant ist und noch geschliffen werden muss, man muss dieser Mannschaft einfach noch Zeit geben. Ja, ich denke auch. Und dem gesamten Projekt, die werden mit Sicherheit auch wahrscheinlich auch noch nicht nächste Saison oben angreifen können, sondern erst in 2 oder 3 Jahren. Das ist eine Sache, die sich langsam entwickeln muss. Und dann wird Frankfurt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oben auch um die Meisterschaft mitspielen. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das ist auch eine Zielsetzung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es allein der dritte Platz ist, sondern Nein. dann wollen die noch mehr. Berechtigterweise ist einfach Frankfurt. Vielleicht ist auch gut, dass sie jetzt im Moment so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle stehen, weil Ja. der Druck auf die Mannschaft ist jetzt weg. Sie sind so weit weg, dass sie eigentlich nicht mehr Dritter werden können und nach hinten brauchen sie sich keine Sorgen machen. Die können jetzt einfach befreit aufspielen und ich erwarte auch, dass die eine gute Rückrunde spielen. Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, die haben Top-Talente. Haben verletzte Spielerinnen, die wieder zurückkommen. Also, da bin ich sehr zuversichtlich und positiv bei Eintracht Frankfurt. Bei den Vorbereitungsspielen kann man erwähnen, gegen Wolfsburg, was man jetzt so gesehen hat, einmal 3-0. Das war im zweiten Spiel sicherlich eine klare Angelegenheit. Da hat man nicht mehr sich groß abgetastet, da wusste man, wo es lang geht. Von der Wolfsburger Seite und im ersten Spiel haben sie unentschieden gespielt. Haben sie nicht unentschieden. Wolfsburg 3-2 gewonnen. 3-2 gewonnen. Und da haben sie Wolfsburg also wirklich Schwierigkeiten bereitet. Ne? Muss man auch ganz klar sehen. Und das ist eigentlich das, was ein positiv stimmt, ne? Und auch die Trainer bestimmt auch positiv stimmen für die Rückrunde, wo man gesehen hat, hey, die Mannschaft, die kann was. Ne? Okay, Frankfurt, Freiburg, das ist so eine Mannschaft, da weiß man überhaupt nicht, wie man die anfassen soll. Mal gut, mal schlecht und mittelmäßig. Ja, siebter Tabellenplatz auch nach oben, nach unten, nichts. Wie ist da die Einschätzung? Darf man bei dir fangen wir jetzt mal an. Ja, Freiburg ist ja so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen eine Wundertüte. Freiburg ist eine Mannschaft, die sicherlich oben die Gegner ärgern kann. Aber auch für unten, sage ich mal, für die vier Mannschaften im unteren Bereich,
auch mal bei einem Tag, wo sie nicht so gut drauf sind, auch durchaus schlagbar sind. Also nicht außerhalb der Augenhöhe. Und Freiburg, denke ich mal, auch durch, so ein Stück weit durch Verletzungspech, aber ist, wie gesagt, eine kleine Mogelpackung, wo man einfach aktuell gar nicht weiß, wo der Weg hingeht. Ich denke mal, das wird sich von der Platzierung her sich nicht, Nicht viel ändern. nicht verändern. Das ist so ein bisschen in der grauen unteren Mittelfeldhälfte. Mehr wird es für Freiburg diese Saison nicht. Ja, auch hier die Vorbereitungsspiele, klarer Sieg gegen Basel. Und dann haben sie noch 2-2 am Wochenende gespielt. Gegen Hoffenheim. In Hoffenheim, ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Leistung. Ja, obwohl ich immer ganz gerne Testspiele, die Ergebnisse mit Vorsicht betrachte, weil auch noch vieles ausprobiert wird. Gut, es ist natürlich immer ein Derby und Derbys haben immer eine besondere Sache, einen besonderen Charakter, wo viele Dinge passieren können. Ja, klar. Nee, also denen passiert halt nichts mehr. Die können frei aufspielen, die können was ausprobieren, ne? Für die nächste Serie schon vielleicht ein paar Top-Talente rein aus der zweiten Mannschaft Ja. und so weiter. Da kann also einiges dann passieren. Ja, Essen ist der nächste Kandidat, Platz 8, 14 Punkte. Zum Abstiegsplatz haben sie 8 Punkte. Da wird auch nichts mehr passieren, Andreas, oder? Da wird nichts mehr passieren. Und da möchte ich sagen, schön, dass da nichts mehr passieren wird, dass die wirklich sicher die Klasse halten werden. Weil da hatte man ja vor der Saison schon ein bisschen die Befürchtung, die bluten so richtig aus. Haben eine tolle Mannschaft aufgebaut, haben zahlreiche Nationalspielerinnen ausgebildet. Und ja, es tat einem richtig weh zu sehen, wie eine nach der anderen weggegangen ist. Ja, wobei es eine normale Entwicklung ist, ganz klar. Lena Oberdorf nach Wolfsburg, die Marina Hegering zu den Bayern, Turit Knag nach Madrid, Lea Schüler auch zu den Bayern. Also wie gesagt, es tat einem richtig weh zu sehen, wie die Mannschaft, die sich so Platz 3, 4 entwickelt hatte, plötzlich ausblutet. Und deswegen finde ich schön, dass die es dieses Jahr einfach sicher ins Ziel bringen werden. Da bin ich überzeugt davon, da passiert nach unten nichts mehr. Ja, da passiert nichts. Haben ja auch 2-2 gespielt, ne? Am Wochenende. Haben auch gut gespielt, ne? Also von deswegen. Das war also schon für die Mannschaft eine gute Leistung gegen Wolfsburg, keine Frage, ne? Und ja, dass so eine Mannschaft ausblutet, ist wirklich schade, weil sie immer irgendwo auf so einen gewissen Sprung sind. Sie könnten vielleicht ein bisschen weiter hochkommen. Sie kommen ins Pokalfinale und diese ganzen Geschichten. Und dann werden aus den normalen Spielern, in Anführungsstrichen, wenn auch immer Nationalspielerin, kommen ins Blickfeld der großen Vereine und sind dann halt weg. Was ich natürlich dann dazu sagen muss, die haben sich nicht auseinanderdividieren lassen. Die haben sich nicht erschrecken lassen. Durch die Abgänge, die haben weitergemacht. Der Trainerteam, die Mannschaft, die haben wahrscheinlich intern gesagt, jetzt erst recht, ne? Wir zeigen es allen, ne? Wir können es. Das haben sie in einigen Spielen ja doch bewiesen. Ne? Ja, dann kommen wir zu einem Verein, der ist, glaube ich, grün-weiß. Der steht auf dem 9. Tabellenplatz, hat 9 Punkte im Augenblick. Stimmt, ne? Ja, stimmt. Tabelle lügt nicht. Ne? Nein. Was sagen wir denn zu den Grün-Weißen? Erwartung Ja, erfüllt. was sagen wir dazu? Also, ich sag mal, die Hinrunde ist fast optimal gelaufen. Die wichtigen Spiele konnte Werder Bremen gewinnen. Das sind die 3 Spiele gegen die direkten Abstiegskonkurrenten. Im Team klappt, man merkt es, Team Spirit ist da. Ja, macht Werder so weiter und behalten Sie die Nerven und auch sagen Sie, Sie gewinnen die direkten Duelle, dann hätten Sie 18 Punkte
Und Werder Bremen hält die Klasse. Obwohl ich da nicht drauf vertrauen würde, man muss dabei erwähnen, Werder gilt in der ersten Liga immer als sehr heimstark, aber leider auch als sehr auswärtsschwach. Die direkten Duelle in der Rückrunde sind alle auswärts. Ja. Und da muss ich in der Hinsicht bei Werder Bremen auch etwas tun. Da müssen sie auch ein Stück weit Auswärtsstärke zeigen. Und ich denke, es wird dem Team durchaus beruhigen, das ein oder andere Spiel, vielleicht gegen den SC Freiburg, SGS Essen, eventuell auch mal ein Punkt, optimal auch mal 3 Punkte abzuluxen. Ja, das ist wichtig, ne? Weil du kannst ja auch meinetwegen in Sand kannst du verlieren und Ja. dann brauchst du Bonuspunkte, ne? Richtig, richtig. Okay. Andreas, was sagst du zu Grün-Weiß? Ja gut, Überraschung? da hat Dagmar ja als Insiderin, als Expertin schon alles gesagt. Ich habe Bremen ja im Abstiegskampf erwartet und ich denke, das entspricht den eigenen Erwartungen auch. Also es ist schwierig für die Rückrunde jetzt in der Abstiegszone eine Prognose abzugeben, aber ich denke auch, dass Bremen die Klasse halten wird. Aber es wird kein Selbstläufer. Also das kann sein, dass sich bis zum vorletzten Spieltag oder so hinzieht die Spannung. Die Duelle daher gegen Sand, die werden es nachher quasi zeigen. Ne? Gut. Für mich selber, ja, auch Überraschung. Aufsteiger, ne? Dass sie sich so gut halten, überhaupt, dass unten in der Tabelle überhaupt noch nichts entschieden ist. Alle nah beieinander. Und da hat mich dann Grün-Weiß schon positiv überrascht. Dann kommen wir zu Meppen. Meppen ist so ein kleiner Minimalist, ne? 6 Tore geschossen, 22 nur reingekriegt, wenn ich meine Liste so sehe. 6 Punkte haben sie sich eingespielt. Die sind natürlich noch hart, ganz, ganz hart dran am Abstiegskampf. Was ist da so deine Prognose, deine Meinung, wie wird es da laufen vielleicht in der Rückrunde, Andreas? Ja, wie schon gesagt, als Rückblick zur Vorrunde, alle Achtung, dass Meppen da überhaupt so mitspielen kann. Sie haben alle Chancen noch, aber ich denke, am Ende wird es für Meppen und Duisburg eben am schwierigsten. Sagen wir mal vorsichtig formuliert so. Ich Ja. denke, dass Bremen, wie gesagt, wird es ins Ziel bringen. Und bei Sand weiß man nicht so ganz genau mit den zahlreichen Neuverpflichtungen, die gekommen sind, der Abgang von Caldwell, wie sich der auswirkt. Aber ja, meine Einschätzung ist, Duisburg und Meppen könnten am Ende ganz unten stehen. Okay. Bei Bremen muss man noch nachtragen, dass sie ein Freundschaftsspiel gespielt haben, einmal 7:1 gegen Waldhof SV, fast so stark wie Bayern München, ne? Bloß Ja. aber ein Gegentreffer. Aber Mist beiseite, ist ein klares Ergebnis, ne? Ja. Muss schon sagen. Und jetzt am Wochenende haben sie 2:2 gegen Meppen gespielt, Richtig. nachdem sie eine Meisterschaft 0:0 gemacht haben, ne? Richtig? Nein, Meisterschaft hat Werder gegen Meppen gewonnen. Ja, 1:0, richtig. Ja, stimmt. 2:1. Ja, 2:1. das war gut. Genau. Ja, war so ein internes Duell. Ich denke mal, bei 3x30 Minuten kann man auch nicht viel sagen, ne? Da wird sich Nein, nein. zerpflückt, umgestellt und so weiter und so fort, ne? Ja. Das war ja auch im Prinzip eine Last-Minute-Terminierung gewesen, weil eigentlich ja das Nachholspiel gegen Turbine Potsdam ja angesagt war und dann witterungsbedingt abgesagt wurde. Und so haben sich beide Teams eben dazu kam, dass der MSV Duisburg aus Personalsorgen halt eben zum Testspiel, zum vorgeplanten Testspiel nach Meppen nicht fahren konnte und abgesagt hatten. Und so hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat halt eben in Norddeutschen halt eben sich zusammengetroffen und halt eben ein Testspiel gespielt, ja. Ja, kommen wir zum SC Sand. Darf ich nochmal auf Meppen zurückkommen? Natürlich gerne. Gerne.
Der Meppen, ich sehe das so ein bisschen anders wie Andreas. Ich denke, der Meppen, SV Meppen hat für mich einen sehr, sehr klugen Transfer in der Winterpause getätigt. Das ist nämlich Lisa Joosten, die auch beim Spiel gegen Werder Bremen getroffen hat. Ich denke, Lisa Joosten ist eine Spielerin. Ich kenne sie auch aus vielen Begegnungen gegen den BV Kloppenburg damals. Eine sehr agile Mittelfeldspielerin, die durchaus auch in der Lage ist, auch in der ersten Liga von der Fähigkeiten auch Spiele entscheiden zu können. Und bei Meppen muss man einfach sagen, das Team ist zusammengeblieben. Das ist auch ein unglaubliches Teamspirit und deswegen glaube ich von der Prognose, dass wir dieses Jahr sogar was Historisches erleben werden, aktuelle Einschätzung, dass beide Aufsteiger die Klasse halten werden, ja. Ah, okay, gut. Okay, nicht schlecht. Aber du hattest, glaube ich, schon mal eine Wette verloren, ne? Kann das sein? Gegen Christoph Haum? Ja, aber ich verliere nicht immer Wetten. Also so ist es nicht. Okay, alles klar. Ja, dann kommen wir zum SC Sand, wenn es in Ordnung geht. Ja. Die haben sich jetzt ja gezielt verstärkt. Die haben zur Halbzeit ja mit den schwächsten Sturm gehabt. Aber auch die allerschwächste Abwehr. Und jetzt haben sie viel für die Offensive getan, haben natürlich auch in der Offensive verloren. Also da weiß man auch noch nicht so ganz genau, also von meiner Seite aus, was man davon halten soll. Ich hätte mich mehr in der Abwehr verstärkt bei dem Tabellenbild. Aber gut, muss man halt von deren Seite aus wissen. Wie ist da eure Einschätzung? Da fangen wir mit dem Andreas gleich mal an. Also für mich schwer einzuschätzen, gerade weil sich personell einiges verändert hat bei denen. Aber mit schlechtester Abwehr und so sollte man auch relativieren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie 14 Gegentore gegen Bayern bekommen in zwei Spielen. Also ja, das haut Ja. eben auch rein. Und so laufen Spiele dann auch mal. 8-0 und 6-0 meine ich. Ja. Man muss sehen, wie die Neuen sich einfügen, wie das Mannschaftsgefüge ist, wie es passt. Es wird sicher eng und es wird eine schwierige Halbserie für Sand. Ja, warten wir es mal ab. Ich denke, es könnte reichen. Okay, die Expertin. Ja, bei dem SC Sand mache ich mir die Sorge, einfach gerade, weil so viele Abgänge sind, so viele Neuzugänge. Das Team muss sich erstmal wieder zusammenfinden und ich fürchte, beim SC Sand, bis sie sich wirklich zusammengefunden haben, wird der Zug abgefahren sein. Das Okay. fürchte ich. Obwohl ich es gerade für den Verein, was ja nun gerade so das Besondere in der Bundesliga mal war, als das kleine gallische Dorf, wäre so schade, wenn es verschwinden würde. Aber ich habe die Befürchtung, dass es dieses Jahr leider nicht mehr reichen wird. Ja, wie gesagt, Sie haben jetzt die beiden Testspiele haben Sie gewonnen. Und zu null. Das ist so eine Vorgabe von dem Sascha Reis immer gewesen, die Null muss stehen. Da ist wieder so ein bisschen von ihm wahrscheinlich so eine gewisse Vorgabe, die sie erfüllt haben, haben auch Tore geschossen. Ja, wie gesagt, Abwehr ist sehr instabil bei Standards. Und in der Bundesliga, da wird das anders zugehen als gegen Zürich und gegen Basel. Richtig. Also ich bin da etwas zwiegespalten, ich weiß es nicht. Sie müssen natürlich in den entscheidenden Spielen zu Hause den Dreier machen und dann auswärts eine Überraschung. Also die werden in Frankfurt sicherlich die Überraschung nicht wiederholen können. Da gehe ich mal von aus, aber da gibt es mit Sicherheit irgendwie ein anderes Auswärtsspiel, was sie noch auf der Platte haben. Da müssen sie noch mal einen Dreier holen, ne? Damit sie noch unten rauskommen. Ansonsten wird es ganz, ganz schwer. Gut, kommen wir zu Meineriger SV, wie war Duisburg. Ich kenne den ja noch unter Meineriger SV. Also die Männer, hab die noch spielen sehen auf der Bielefelder Alm. War, glaube ich, mein erstes Bundesligaspiel, was ich gesehen habe. Ja,
MSV Duisburg, ziemlich weit hinten, kommen überhaupt nicht aus dem Puschen. Weiß man auch so richtig, so, nicht so richtig, was da die Gründe sind. Ne? Was ist da deine Einschätzung, Dagmar? Ich denke, dem MSV Duisburg das Schwierige ist, es ist der kleinste Kader. Die hatten schon Probleme mit der Vorbereitungszeit gehabt, dass auch von Anfang an nicht alle Mann an Bord waren. Die Polizisten. Entweder weil sie in Quarantäne waren oder von der Heimat nicht wegkamen, ja, nicht ausreisen durften. Dann, wenn man sich überlegt, die zum Testspiel mussten sie absagen, weil es auch einige Spielerinnen anscheinend verletzt waren. Beziehungsweise die Personaldecke so dünn war, dass sie dort entsprechend nicht haben anreisen können nach Meppen. Ja, und ich glaube, dieser dünne Kader, und man darf auch eins nicht vergessen, die Sommerpause war kurz. Das wird den MSV Duisburg, denke ich mal, auch die Klassen, den Klassenerhalt vermutlich kosten. Ja, sie haben zwar jetzt einen Neuzugang, eine sehr erfahrene neuseeländische Stürmerin. Den Namen, der fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Muss ich mal eben kurz picken, wenn ich darf. Ja. Das ist die Wilkinson, genau. Eine sehr erfahrene neuseeländische Nationalspielerin, Stürmerin. Ich befürchte aber, dass eine Spielerin auf dem Top-Niveau nicht ausreichen wird. Nein. Das ist auch meine Befürchtung. Andrea? Was meinst du? Ich denke auch, dass es Duisburg erwischen wird. Ja. Und auch was man so in der Winterpause jetzt gelesen hat, es sei nicht so die richtige Unterstützung vom Verein da oder ja, also ich bin weit weg und kann es nicht genau beurteilen, aber ich lese halt viel Kommentare und alles und das hat sich alles nicht so gut angehört, also nicht so nach Aufbruchsstimmung oder wir packen es nochmal. Ja, ja, genau. Ich denke, es wird für Duisburg nicht reichen. Ja, weil die ja letztes Jahr auch schon weit unten drin standen und wieder dagegen gekämpft haben. Kann das durchaus sein, dass das so ein bisschen im Verein dann auch so eine Aufgabestimmung ist, ne? Man weiß es nicht. Und mit 3 Punkten nach unten, das heißt auch was. Gut, das ist ein Sieg zum nächsten, aber vor denen stehen 2 mit 6 Punkten und einer mit 9. Also da müsste ja eine richtige Siegesserie kommen, damit da was passieren kann, was positiv, weil die anderen gewinnen ja auch, die holen ja auch Punkte, ne? Ja. Ja, und dann haben sie Vorbereitungsspiel gegen Essen, haben sie gleich wieder 3-0 verloren. Das sieht auch nicht so sehr gut aus. Nein. Gut, dann haben wir so ein bisschen die Prognosen gestellt. Die kommende Halbserie noch ein bisschen überblickt, was heute nach heute gemeldet worden ist. Das ist die kurzfristige Verpflichtung von der Sandra Starke von Freiburg nach Wolfsburg. Es ist ja auch eine Nationalspielerin. Ich habe da auch wieder so Kommentare gelesen. Ja, die kaufen die Liga leer, die kaufen die Liga leer, die kaufen den Freiburg leer. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ich denke mal, da bist du auch der Meinung, Andreas, dass ist eigentlich eine clevere Einkaufspolitik, ne, von Wolfsburg, ne? Ja, auf jeden Fall, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Und ich meine, bei Wolfsburg steht ein Kaderumbruch bevor. Ja. Und das ist vernünftig, rechtzeitig sich umzuschauen, ist eine Nationalspielerin. Und warum soll die es nicht packen in Wolfsburg? Ich traue es ihr zu. Und von daher, ja, und Freiburg ist eben leider einer der Ausbildungsvereine in der Liga, muss wieder damit leben, Spielerinnen zu verlieren. Schade drum, aber von der Spielerin aus gesehen absolut verständlich. Wenn sich ihr die Chance bietet, dass sie das wahrnimmt, absolut. Ganz klar. Hätte ich auch immer, ob das die Kohle ist oder ob es der Verein ist, das Umfeld oder wie es auch immer ist. Wenn ich so ein Angebot bekomme von so einem Club,
wie Wolfsburg, Bayern oder lass es Arsenal sein oder Chelsea, dann gehe ich da hin. Und dann versuche ich mich durchzubeißen. Und dann kann ich ja nach 2 Jahren festgestellt haben, ich habe es geschafft, aber ich bin durchgefahren. Ja. Gut. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Wenn sonst nichts mehr ist, irgendwelche Anmerkungen oder dergleichen, ist euch noch irgendwas eingefallen jetzt in der Unterhaltung, was ihr noch einbringen möchtet? Angesichts der fortgeschrittenen Zeit sollte man es dabei auch belassen. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf den Spieltag, dass es wieder losgeht und bin gespannt, was die Rückrunde, gut, ein Spieltag ist ja schon gelaufen, der Rückrunde, aber was die noch ausstehende Rückrunde bringt. Es wird sicher spannend und interessant. Ja, das wird spannend. Ja, ich bin auch sehr optimistisch, dass wir da tolle Spiele noch sehen. Ich hoffe, dass die TV-Anstalten da auch mal jetzt mal ein bisschen Rambazamba machen, dass sie vor Ort sind, dass sie Übertragungen machen und nicht immer irgendwie da Schlittschuh laufen oder irgendeine andere Sendung da einblenden. Ne? Oder Tennis da beim fünften Satz oder dergleichen, ne? Was also kaum interessiert. Ne? Gut, okay, alles klar. Schönen Abend noch. Wie immer, ne? Wird das Ganze dann entsprechend drüber gespielt, ne? Zum YouTube, ne? Zum Onkel YouTube. Genau. Okay? Ja. Alles klar. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Schönen Abend.